Die herbstlichen Pflanzarbeiten sind erledigt, die Frühjahrsblüher sind in der Erde. Jetzt können wir unser Werkzeug winterfest machen. Willkommen bei Natur im Garten. Mein Name ist Robert Lotka und heute geht es um Tipps für die fachgerechte Pflege von Spaten und Co. Nach jedem Einsatz sollten Spaten und Stichgabel von Erde und Pflanzenresten gereinigt werden. Sollte die Verunreinigung hartnäckiger sein, dann kann natürlich Wasser zur Hilfe genommen werden. Vor der Winterpause gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Ist das Gerät wieder getrocknet, rücken wir dem Rost zu Leibe. Entweder mit einer Drahtbürste oder mit anderen geeigneten Schleifmitteln. Ich habe hier noch die Stahlwolle zur Hand genommen. Damit die Arbeit mit dem Spaten auch im kommenden Jahr leicht von der Hand geht, schleifen wir noch die Stichfläche nach. Mit Hilfe einer Fächerscheibe stellen wir sicher, dass nicht zu viel Material abgeschliffen wird. Beim Winkel orientieren wir uns am vorhandenen Schliff. Zum Abschluss der Metallpflege nehmen wir ein gängiges Maschinen- oder Werkzeugöl und reiben alle Flächen damit ein. Auch das Holz wird noch aufgebessert. Nach dem Anschleifen wird es noch mit Leinöl eingelassen. So, damit ist mein Spaten winterfit. Er hat sich die Winterpause verdient. Ich freue mich auf ein nächstes Video für Natur im Garten. Wir sehen uns auf Facebook. Tschüss!